ZDF, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, geht an diesem Samstag in die nächste ganz entscheidende Phase. Jetzt heißt es also wieder Schießen und Laufen im Schnee, Biathlon. Massenstart der Frauen ist angesagt. Ich zeige Ihnen aber zunächst mal, was wir danach noch alles vorhaben. Also, unser Fahrplan für die nächsten Stunden, Biathlon, Massenstart der Frauen und die Staffel der Männer. 14 Uhr, Rodeln der Männer mit Felix Loch, der in einer fabelhaften Form ist. 14.20 Uhr Bob-Weltcup in Königssee. Nächster Streich vielleicht für Francesco Friedrich. Viertel vor drei Skicross, der Weltcup in Idre-Fjöll in Schweden. Halb fünf nordische Kombination. Der Langlauf, 2x7,5 Kilometer. Und 16.40 Uhr dann der abschließende Höhepunkt. Skispringen im Team, in der Pause Skispringen der Frauen. Und jetzt der Massenstart der Frauen im Biathlon, 12,5 Kilometer. Den letzten deutschen Sieg holte im Januar 2019, vor zwei Jahren, Laura Dahlmeier. Jetzt unsere Expertin im ZDF, vor Markéta Davidová aus der Tschechischen Republik und ihrer deutschen Teamkameradin Vanessa Hinz, die ja jetzt auch immer noch dabei ist. Apropos immer noch dabei, Laura Dahlmeier, ja inzwischen unsere Expertin, ist diesmal auch dabei und zeigt, dass sie nicht nur eine exzellente Biathletin war oder wahrscheinlich auch immer noch ist, sondern auch Talent in anderen Dingen hat. Und ich nehme an, Alex Ruder und Sven Fischer sind schwer beeindruckt gewesen, oder? Absolut, Rudi. Wir waren unbedingt beeindruckt. Es ging so ein bisschen um die Frage, was mache ich eigentlich am Morgen vor dem Rennen? Unser Eins ist da froh, wenn er überhaupt aus dem Bett kommt. Andere Menschen unternehmen da andere Dinge. Sven Fischer hat in einem Telefonat mit Laura, nämlich sie ja im Gegensatz zu uns vor Ort, sie gefragt, ob der Wasserfall, der dort linke Hand an der Strecke liegt, eigentlich schon gefroren ist. Und wir können Ihnen das mal kurz zeigen. Wenn man hochfährt zur Strecke, sieht man diesen Wasserfall, der dann halt friert im Winter. Ich mache mal so ein bisschen wie eine Wetterfee. So, hier geht er runter. Und nachdem Sven unsere Expertin Laura gefragt hat, ob der Wasserfall schon gefroren ist, ist das dabei rausgekommen. Ja, willkommen, lieber Alex, lieber Sven. Hier beim Biathlon-Weltcup, beim ultimativen Eischeck. Ja, ich kann euch sagen, es hat ein bisschen viel Schneeeinschlüsse auf dem Eis. Es läuft auch noch ein bisschen, wie man hört. Also es ist ein bisschen viel Wasserfall. Die Qualität ist jetzt nicht ganz so kompakt. Ja, aber es ist schon okay. Macht Spaß. Und ja, ich bin mal gespannt, was ihr so vom Studio-Check verzeiht. Bis später. Ja, der Studio-Check ergibt warm, trocken und windstill, würde ich sagen, Sven. Und ich glaube, der einzige Grund, warum wir sowas nicht machen, ist, weil es hier keinen Wasserfall gibt, der gefroren ist, oder? Das könnte man meinen. Aber wie man auch gesehen hat, hat sie sich gut abgesichert am Seil. Und das ist typisch Laura. Und das ist auch das, was für die Athleten immer wichtig ist und auch für Laura immer war, eine gute Vorbereitung zu haben. Sie war gerne in der Höhe, hat auch dadurch eine gute Höhenanpassung gehabt und auch den Kopf freigekriegt durch gute Freizeitaktivitäten. Auf jeden Fall sehr beeindruckend. So, der Massenstart der Frauen steht auf dem Programm. 12,5 Kilometer sind zu absolvieren mit fünf deutschen Frauen heute am Start. Die besten 25 aus dem Gesamtweltcup qualifizieren sich dazu, die fünf Punktbesten aus der Woche. Das ist in diesem Fall nur ein Einzelrennen. Und wir haben hier Franziska Preuß, Dinis Herrmann und Janina Hettich. Die haben das über den Gesamtweltcup geschafft. Und Marion Deigentesch und Vanessa Hinz über die Plätze 11 und 12 im Einzelrennen. Und auch dadurch, Sven, gleich die halbe WM-Norm geschafft, die beiden. Ja, und heute natürlich haben wir eine Chance, sich wieder anzubieten und zu zeigen. Und man darf halt sich auch im Massenstart nicht aufgeben und sagen, okay, ich komme vielleicht nur als 30. rein. Man hat trotzdem die Chance zu gewinnen. Für Marion Deigentesch war es erst das vierte Weltcuprennen ihrer Karriere. Ist mit der hohen Startnummer 85 ins Rennen gegangen. Und Heiko Klasen blickt nochmal zurück. Für sie ist es der bislang größte Erfolg in der Karriere oder einfach nur krass. In ihrem überhaupt erst vierten Weltcuprennen läuft Marion Deigentesch auf Platz 11. Mit nur einem Schießfehler, dieser ausgerechnet im ersten Schuss. Was nun folgt, ist bemerkenswert. 19 Treffer nämlich. Und auch auf der Strecke läuft's wie noch nie. Marion Deigentesch öffnet die Tür und läuft hinein in die erweiterte Weltspitze. Ein später Lohn für all das Training, ein Traum für die 26-Jährige. Und es wird noch besser, sie darf im Massenstart ran. Na dann. Genau, mit 26 zum ersten Mal dann im Massenstart dabei. Hatte sich durch gute Ergebnisse im IBU-Cup am Aber 4. und 7. Platz im Sprint überhaupt erst
qualifiziert sozusagen oder qualifiziert dafür, dass sie halt in Frage gekommen ist, ist ja für Anna Weidel ins Team gerückt. Ist schon beachtlich, was sie da gestern geleistet hat. Das ist was Schönes und was Gutes auch für sie und vor allen Dingen gerade in der IBU Cup in der zweiten Reihe wird dieser Massenstart nicht in der Form so gelaufen und da ist es schön, diese Erfahrung mitzunehmen, auch zu sehen, wie ist dieser Wettkampf. Der hat ja auch wieder Eigenheiten, die man beachten muss und das ist schön, wenn auch die Marion Deigentasch jetzt da starten darf. Sie war auf jeden Fall durchaus aus dem Häuschen nach ihrem tollen Einzelrennen und wir haben noch mal das Interview, das sie Nils Karben gegeben hat. Das kann ich noch gar nicht glauben. Da freue ich mich richtig, richtig drauf. Also, das ist irgendwie schon immer so ein Traum gewesen, einmal im Massenstart dabei gewesen zu sein. Und jetzt habe ich das heute schon geschafft. Also, ich kann es noch gar nicht glauben. Geht gut los, das neue Jahr. Ja, dann viel Erfolg dabei. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ciao. Sven, kannst du dich noch an deinen ersten Massenstart erinnern? Ja, war echt was ein Erlebnis und es war so ein Testlauf vom Weltcup her. Man hat also am Ende des Weltcups mal so einen Testlauf gemacht, was jetzt oft im IBU Cup passiert. Und da war ich aber auch nicht so besonders gut. Aber das ist halt wieder was Neues. Neuer Wettkampf muss man erst sich reinfinden. Was ist wichtig und auf was kommt es drauf an? Wir hatten damals nur zweimal geschossen und dann hat man gemerkt, das ist vielleicht doch besser mit viermal schießen. Und war schon interessant. Nove Mesto, aber lange Zeit. Aus dem gefrorenen Wasserfall zurück unten im Stadion ist unsere Expertin Laura Dahlmeier jetzt live vor Ort. Laura, wir haben ja gerade Marion Deigentasch im O-Ton gehört, hat sich wirklich sehr gefreut über ihr tolles Ergebnis. Du bist ja live dabei gewesen und hast auch erlebt, dass es irgendwie insgesamt auch mit der hohen Startnummer sehr emotional war, das Ganze. Ja, das war ein super schönes Rennen von der Marion und was mich ganz besonders beeindruckt hat, neben ihrer Leistung, die ja wirklich hervorragend war, es war wirklich das beste Rennen eigentlich ihrer Karriere, dass das ganze Team, die ganze Mannschaft ist nochmal rausgegangen, hat sie angefeuert, also egal ob das Trainer waren, ob das Techniker waren, Athletinnen, durch das, dass sie eben so eine späte Startnummer hatte, haben das alle mitverfolgt und selbst die Vanessa und bei ihr ist es eben auch um diese Quali gegangen für die WM, um diese halbe WM-Norm, war ja am Schluss dann einen Platz hinter der Marion. Auch sie ist noch mal rausgegangen, hat die Marion angebrüllt. Und es war einfach ein ganz emotionaler Tag für das ganze Team. Und ich glaube, das gibt ein bisschen einen Aufschwung für die Rennen, die jetzt noch folgen. Stichwort erster Massenstart der Karriere. Deiner war am 3.3.2013 in Oslo. Wir verheimlichen mal ein bisschen, dass es mit Rang 27 und 4 Fehlern geendet hat. So grundsätzlich, was würdest du ihr oder auch den anderen mit auf den Weg geben, was der Massenstart besonders macht? Ja, das Besondere ist einfach, dass die aktuell 30 besten Athletinnen gemeinsam am Start stehen. Es geht von Anfang an zur Sache. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, da am Anfang einen kühlen Kopf zu bewahren, sich vielleicht auch taktisch zu verhalten, ein bisschen hinten zu bleiben. Es ist doch auch von die Wetterbedingungen her heute ein bisschen spezieller. Es hat einen Wind auf der Strecke, von dem her ist es gut, den Windschatten zu suchen, hinten zu bleiben und dann am Schießstand einfach ganz sauber die Schüsse abarbeiten. Man hat es ja gesehen beim Einzel, die deutschen Athletinnen, die können das. Und ich hoffe, dass sie es heute auch wieder so abrufen können. Und dann noch die letzte Frage, wo du die Bedingungen gerade angesprochen hast. Gerade im Vergleich zum Einzelrennen für die Frauen, der größte Unterschied heute liegt worin? Ja, ich denke schon, der Schneefall. Also es hat über Nacht einiges geschneit. Ich war auf der Strecke draußen unterwegs. Es ist ein Ticken langsamer und die Beine brennen natürlich. Gerade am dritten Wochenende merkt man die Belastung. Der Massenstart ist relativ lang, also das zweitlängste Rennen für die Frauen mit 12,5 Kilometern. Und ja, da heißt nicht so sein sollte. Und wie Laura jetzt schon gesagt hat, wenn die Bedingungen nicht ganz so gut sind, vielleicht der ein oder andere Fehler mehr geschossen wird im generellen Feld, überwiegen dann wieder die im Laufen sehr gut sind und sich da durchsetzen können und haben vielleicht dann doch wieder mehr die Chance. Stichwort Franziska Preuß, Denise Herrmann. Du gibst mir das Stichwort. Ich wollte gerade nach Franziska Preuß fragen, die ja als fünfte beste Deutsche im Gesamtweltcup ist. Hat sich geärgert über ihren 33. Platz im Einzel. 4 Fehler insgesamt, hat sie gesagt, na, da habe ich eine Chance verpasst, mich zu zeigen. Aber anders als früher hat sie auch wahrgenommen, dass sie nicht ins Grübeln und in Selbstzweifel verfallen ist. Ist das auch ein Zeichen für die neue Franziska Preuß? Definitiv, es ist so. Und vor allen Dingen hat sie diese super Ergebnisse von Oberhof, wo sie auch da in Massenstart den zweiten Platz erreichen konnte, war auf alle Fälle ein Ding, wo sie mitgelaufen ist und hätte fast schon gewinnen können. Und das fühlt sie, dass das möglich ist. Und ich denke, dass heute auch wieder eine neue Tag für sie ist und von den Kräften her kann sie auf alle Fälle da auch vorne mit dabei sein.
Genau, 3,9 Sekunden haben ihr gefehlt in Oberhof hinter Julia Simon. Im Massenstart hat er den bislang einzigen Weltcupsieg ihrer Karriere auch im Massenstart erreicht. Und wir haben festgestellt, man kann sagen, dass sie so stabil wie noch nie eigentlich ist aktuell. Ne? Woran liegt das? Ja, das sind viele Dinge, die dann eine Rolle spielen. Aber das Schöne ist halt, dass sie auch mit den Negativerfahrungen aus der Vergangenheit es gekehrt hatte in das Positive. Und man merkt, dass sie stabiler geworden ist. Also stabiler auch, wenn es mal nicht läuft, dass er sagt, okay, dann ist es halt so. Und sie steckt das halt weg, was wir immer so gerne salopp auch gesagt haben über die Norweger, TL Eckhoff oder auch dann Mathe Olsby-Reuseland. Und das macht sie so stark und konsequentes, ordentliches Training, kein Ausfall gewesen, dass man ordentlich durchtrainieren konnte. Das war enorm wichtig. Wir haben gerade im Bild auch Denise Herrmann gesehen, von der, wie du mir vorhin verraten hast, erwartest du durchaus einiges heute. Bislang ihre beste Platzierung, zweiter Platz im ersten Einzel der Saison in Kontio. Lacht die danach ja noch nicht da, wo sie sich selber gern gesehen hätte. Gelber sage ich deshalb, weil ich darauf anspielen wollte, dass sie ja gesagt hat, dass sie ins gelbe Trikot der Weltcup-Gesamtführenden unbedingt will und auch gerne bleiben möchte. Ja, sie hat auch dadurch, weil sie sich selber den Druck so gesetzt hatte, vielleicht auch das ein oder andere Mal am Schießstand nicht so diese Freiheit gehabt oder auch war nicht so befreit, zumal es auch im Laufen nicht so ging. Und jetzt, wenn sie jetzt merkt, oder sie hat ja auch die schnellste Zeit wieder gehabt im Einzel, dass sie sagt, okay, ich komme wieder in die alte Laufform hinein und das beruhigt einen auch. Und gerade im Massenstart, wo man dann aktuell sieht, wie liege ich, wie komme ich nach vorne, das könnte ihr nochmal dieses Quäntchen nochmal mehr geben, Konzentration für den Schießstand, weil der ein oder andere Leichtsinnsfehler dabei war, den sie vielleicht heute im Massenstart nicht hat. Dann würde ich gerne noch aus gegebenem Anlass über Janina Hettich kurz mit ihr sprechen. Bestes Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere, Rang 5 im Einzel. Einmal nur daneben geschossen, es war der letzte Schuss, aber sie ist halt vor allen Dingen im liegenden Anschlag wirklich so sicher wie kaum eine andere. Inwiefern gibt ihr das Selbstbewusstsein, es geht ja wieder viermal an den Schießstand? Ja, und ob das der erste oder der letzte ist, sie hat 19 Treffer und das ist immer wichtig, dass man sagen kann, ich habe am Stück so viel getroffen und sie war auch im Schießen sehr stabil über die ganzen Weltcuprennen. Man hat schon gemutmaßt, kann sie überhaupt liegend vorbeischießen und das war auch wieder gut und auch wieder wichtig für sie, dass sie mal einen Fehler liegend hat, dass das nicht immer so eine Blockade ist, ich muss null schießen, sondern sie hat jetzt auch mal einen Fehler gehabt, das kann auch mal passieren. Und jetzt kann sie da befreit ihre Stärke ausspielen, heute im Massenstart, nämlich das Schießen. Herbert Fritzenwenger sagte immer, hätte, wenn und aber, gibt es nicht. Aber wenn sie diesen einen Fehler nicht geschossen hätte, wäre sie sogar auf dem Podest gelandet. Aber wie gesagt, da hören wir auf den langjährigen Experten. Ja, dann wollten wir noch als vielleicht emotionalen Kickstart für das Rennen gleich mal zurückschauen auf den Januar, den 21.2017 nämlich, als Nadine Horchler im Massenstart von Antholz der erste Weltcup-Erfolg ihrer Karriere gelungen ist. 3,1 Sekunden im Übrigen hinter der Dame, die wir da rechts im Bild sehen, Laura Dahlmeier, unsere Expertin, und auf dem Podest dann zum ersten Mal ganz oben vor Dahlmeier und Kuklova. Könnte durchaus heute Ähnliches passieren? Also Massenstart scheint dann das Metier der deutschen Frauen zu sein. Auf alle Fälle ist es ein Fingerzeig dessen, dass man nicht voreingenommen negativ denken sollte, sondern wenn ich hier starte, dann müssen alle sich erstmal durchsetzen und es kann heute mein Tag sein. Sehr gut. Das wollte ich gerade sagen, das sagt unser Leiter Markus Lippert auch immer, heute wird unser Tag. Also, dann freuen wir uns auf das Rennen. Massenstart der Frauen über 12,5 Kilometer. Das melden sich gleich die Reporterin Anja Fröhlich und der Experte Herbert Fritzenwenger. Viel Spaß. Unvergleichlich viel Spaß mit Biathlon im ZDF. Präsentiert von Check24, das Vergleichsportal. So sieht Winter aus. Leichter Schneefall in der Südtirol Arena in Antholz. Aber das Schöne ist ja heute, die Bedingungen sind für alle gleich. Denn der Massenstart steht auf dem Programm. 30 Athletinnen starten gemeinsam, das haben wir vorhin schon gehört. Aber eher eine Seltenheit. Zweimal gibt es heute das rote Trikot. Und zwar einmal für Julia Simon aus Frankreich. Sie steht in der vierten Startreihe als Zwölfte im Gesamtweltcup, trägt sie das rote Trikot, ist punktgleich mit der Norwegerin Mathe Olsby-Reuseland, die in Gelb-Rot startet. Die beiden führen also in der Disziplinwertung. Wer darf aber überhaupt im Massenstart laufen? Franziska Preuß natürlich mit dabei, denn sie gehört zu den 25 Besten im Weltcup und die 5 Punktbesten dieser Woche. Da hatte sie wohl noch was vergessen. Erfreulich eben aus deutscher Sicht sind 5 Athletinnen dabei. Beste Chancen hat sicherlich Franziska Preuß mit der niedrigen Startnummer. Die 5. im Gesamtweltcup. So niedrig ist sie noch nie in ein Massenstartrennen reingegangen mit solch einer niedrigen Startnummer. Herbert, ganz schnell dein Expertentipp heute.
unter den ersten 15 ist die Siegerin zu suchen. Wenn ich mich auf eine Außenseiterin festlegen soll, dann ist es Svetlana Mironova aus Russland mit der Startnummer 19. Gleich wissen wir mehr. Wir haben jetzt die letzten Sekunden vor diesem Start, bevor er beginnt. Der Kampf um jeden Zentimeter. Und es geht los. 12,5 Kilometer der Massenstart der Frauen. Ja, es ist das Rennen Frau gegen Frau und das macht es auch hier so spannend. Alle starten gemeinsam und es geht hier direkt beim Ausgang des Stadions darum, die beste Ausgangsposition zu haben, dass man sich aus dem Gewusel raushält und möglichst schnell eine gute Position hat. In Führung Marthe Olsby-Reuseland, die Frau in Gelb-Rot, dahinter Tiril Eckhoff und auch Hanna Öberg. Die drei waren auch in der ersten Startreihe. Herbert, ein Wort zur Renntaktik heute? Franziska Preuß muss eben schauen, dass sie weit vorne dabei ist, immer an zwei oder drei Mal mitschwimmen. Und hinten Marion Deigentesch und Vanessa Hinz dürfen sich in der ersten Runde nicht verrückt machen lassen, vor allen Dingen von den Ziehharmonika-Effekten nicht, dass sie immer so sozusagen Intervall laufen, sondern versuchen, ein gleichmäßiges Tempo durchzulaufen und auf der ersten Runde nicht versuchen, da irgendwie schon mordsmäßig Plätze gut zu machen. Sehen wir hier nochmal den Start und auch dieses Gewusel am Anfang, aber bislang alles gut gegangen. Am Anfang jetzt hier noch kein Sturz. Da haben wir die ersten gleich schon bei der ersten Zwischenzeit. In Führung immer noch Marthe Olsby-Reuseland, dahinter Tiril Eckhoff und Hanna Öberg, Dorothea Wierer auf 4 und Zinara Alimbekova. Sehen wir auch Franziska Preuß mit dem blauen Stirnband. Fällt noch dicht zusammen. Geht ja erstmal sich jetzt hier so ein bisschen rantasten an diese Strecke. Nicht so hoch das Tempo anschlagen, Herbert, wie du gesagt hast. Denn nach dem ersten Schießen wird sich das Rennen, das Feld nochmal neu sortieren. Ja, Herbert, was können wir denn heute erwarten? Die Norwegerinnen waren im Einzel schnell, aber nicht treffsicher. Die Schwedinnen waren mäßig von der Laufzeit her, haben auch nicht so viel getroffen. Die müssen sich erst noch auf die Höhe einstellen. Könnte das heute gelingen, dass sie sich auf die Höhe eingestellt haben dann? Ja, die Anpassung sollte jetzt dann stattgefunden haben bei den Schwedinnen, die da jetzt nicht so zurechtgekommen sind. Der Massenstart von Haus aus, ein taktisches Rennen. Je nachdem, ich meine, wenn jetzt da vorne die Norwegerinnen Tempo machen, dann tun sich alle schwer, aber es sieht ja jetzt nicht so aus. Dorothea Wierer jetzt da in Führung. Und wir schauen mal auf Laura Dahlmeier, die uns was zeigt. So, hier laufen die Athleten rauf, in der Zwischenzeit vorbei. Kameraposition, dynamisch, über die Kuppe drüber. Nochmal den Schwung richtig mitnehmen, in die Abfahrt reinarbeiten. Und eine kurze Erholungsphase. Tief durchatmen. Und dann geht's da über die Welle drüber. Den Schwung mitnehmen. Und sich dann vorbereiten auf den Anstieg. Huberolm. Wirklich mit Schwung unten rein. Und jetzt zum längsten Anstieg. Eben noch auf der Strecke, jetzt schon wieder am Schießstand. Unsere Expertin vor Ort, Laura Dahlmeier. Sie hat das Geschehen hier vollkommen im Blick und wir eben auch. Und wir sehen, in Führung ist Dorothea Wierer, die Italienerin, hier auf ihrer Heimstrecke. Im vergangenen Jahr auf dieser Strecke Zweite geworden im Massenstart. Also Silber bei der Weltmeisterschaft. Aber das hat jetzt hier auch noch nicht sehr viel zu sagen. Sie zeigt sich einfach mal hier. Marthe Olsby-Reuseland immer in Lauerstellung. Und auch Zinara Alimbekova war ganz rechts hier im Bild. Die Frau in dem blauen Trikot der besten unter 25-Jährigen, die sich jetzt genau an die Spitze setzt. Gucken mal, wo die besten Deutschen sind. Ja, im Mittelfeld hier Denise Herrmann und Franziska Preuß. Unter den ersten 10, dahinter Janina Hettich auch noch gut dabei. Und Vanessa Hinz und Marion Deigentesch
am Ende des Feldes. Schön zu sehen, wie sich dieser Lindwurm hier entlang zieht. Und Zinara Alembeka war eben noch vorne. Jetzt scheint es noch mal einen Führungswechsel zu geben. Es dann hier den Berg hochgeht und dann noch mal runter in die Schleife rein. Können wir auch mal sehen, wie die Ski laufen. Dorothea Viera wieder vorne. Aber das ist ja heute für die Wachstechniker auch nicht ganz so einfach, denn bei dem leichten Schneefall muss man auch ein gutes Händchen haben, den richtigen Ski zu finden und das richtige Wachs. Ja, wir haben Lufttemperatur von minus 2,8 und Schneetemperatur von minus 1. Das sind jetzt Bedingungen, die jetzt die Techniker nicht unbedingt für große Aufgaben stellen sollten. Das sollte man also im Griff haben bei diesen Temperaturen. Die Luftfeuchtigkeit spielt auch immer eine Rolle. Die ist relativ mit 78% niedrig. Und insofern sollte das Material heute gut laufen. Das gilt aber für alle Teams. Die Norweger hatten gutes Material. Sie sprachen von Raketen unter den Füßen. Haben wir gleich einen kleinen Strauchler gesehen von der Ingrid Landmark Tandrevold. Wenn da eben alle hoch wollen, ist es natürlich recht eng. Jetzt sehen wir hier Franziska Preuß an 8, 2,1 Sekunden zurück. Zehnte, Denise Herrmann. Und wir warten noch auf Janina Hettich. Die ist dann sicherlich auch gleich in der Zwischenzeit als 20. mit 6,8 Sekunden Rückstand. Also alles noch im grünen Bereich. Auch Vanessa Hinz und Marion Deigentesch. Und die Tage haben wir auch schon den Maskottchen gesehen. Das ist Bumsi, so heißt er nun mal. Das Maskottchen hier von Antholz. Der hat Spaß bei diesem tollen Schneefall hier. Und freut sich jetzt auch schon auf dieses erste Schießen. Wo sich die Athletinnen jetzt schon vorbereiten. Es geht hinein gleich in den Schießstand. Und die Startnummer heißt gleich schießbar. Das heißt also, Marte Olsby-Reuseland vorne auf der 1. Dorothea Viera bekommt die Bahn 4. Und Franziska Preuß auf Bahn 5. Marion Deigentesch und Vanessa Hinz werden sich weiter links einreihen. Nämlich auf 28 Deigentesch und 29 an 29 für Vanessa Hinz. Otter im Moment für Hinz und Deigentesch, denn sie haben einen kürzeren Weg. Während Marte Olsby-Reuseland jetzt erst auf der Matte liegt. Das erste Schießen in diesem Massenstart. Wir sehen die ersten 15 Scheiben eingeblendet und Herbert, du beobachtest die zweiten Scheiben. Vanessa Hinz mit 3 Treffern bereits, mit 4 Treffern. Vanessa Hinz ist fertig mit 5 Treffern. Denise Herrmann mit fehlerfreiem Schießen. Und auch Franziska Preuß fehlerfrei. Kirill Eckhoff muss einmal in die Strafrunde. Marte Olsby-Reuseland, 5 Treffer. Und Janina Hettich? Einzig und allein Janina Hettich, unsere Superschützin, schießt eine Strafrunde im liegenden Anschlag. Alle anderen waren fehlerfrei. Wir sortieren uns noch einmal. Dorothea Viera ist jetzt also in Führung. Dahinter Hanna Öberg und Lisa-Theresa Hauser. Franziska Preuß auf Position 6, dann hinter Denise Herrmann. Und Julia Tschümer, die gestern am Donnerstag 20 Treffer hatte, ebenfalls fehlerfrei auf Position 18. Ja, wir hatten es ja bereits angesprochen, nach dem ersten Schießen sortiert sich das Feld neu. Dann ist alles noch mal schon ein bisschen mehr auseinandergezogen. Das heißt, jetzt auf der Strecke auch für jeden Einzelnen ein bisschen mehr Platz. Und da sehen wir noch mal das Trefferbild von Franziska Preuß. Sie hat in 26,2 Sekunden dieses Liegenschießen absolviert. Ein schnelles Schießen und saubere Treffer bis hierhin. Jawohl, hat sie hervorragend gemacht. Hinz mit 27 Sekunden, Deigentesch mit 28,8. Also schnelle Schießzeiten im Liegendanschlag. Schnellste war Hanna Öberg vor Dorothea Viera mit 25,2 Sekunden. Für die Trainer bedeutet das auch eine Mehrbelastung, denn wenn 5 Athletinnen gleichzeitig zum Schießstand kommen, müssen sie auch gute Augen haben. Viele sind da und helfen, um dieses Trefferbild zu sehen. Denn es gilt ja daran auch darum, die Informationen rauszugeben an die Strecke, um dann zu sagen, wie das Trefferbild gewesen ist. Ja, die Scheiben bleiben dann etwas länger aufgezogen als sonst. Ist klar, es kommt ja niemand. Also können die Trainer in Ruhe ihre Scheiben abarbeiten. Und wenn das geschehen ist, dann kriegt das Schießstandpersonal die Aufforderung, jetzt die Scheiben wieder umzustellen. So, also Dorothea Viera immer noch in Führung, dahinter Hanna Öberg und die Französin
Anaïs Chevalier-Boucher. Marion Deigentesch bei ihrem ersten Massenstart überhaupt. Im Moment nach dem ersten Schießen ist sie noch sehr gut dabei. Also für Marion Deigentesch sowieso diese Weltcup-Woche ein Traum. Sie erlebt sie wie in einem Traum, diese Weltcup-Woche. Besser, sagt sie, geht's eigentlich gar nicht. Ja, schön. Sie ist eben jetzt auch in einem Alter, wo dann mal was kommen muss. Sie ist 26 Jahre alt. Sie hat selbst gesagt, sie sei noch nicht mehr ganz so jung. Ja. Und da ist es schon wichtig, dass auch mal so Erfolgserlebnisse kommen. Hier sehen wir sie etwas hinterher laufend, aber das Laufen auch sie wird verpflegt. Ja, das Laufen ist jetzt noch ausbaufähig bei Marion. Das Schießen war jetzt beim Einzelwettkampf hervorragend und hier auch ein super Einstieg. Über das Schießen muss sie eben versuchen, das bestmögliche Resultat zu erzielen. Vielleicht, weil wir es auch gerade gesehen haben, dass die Verpflegung auf der Strecke ist auch hier wichtig. Denn es ist das zweitlängste Rennen nach dem Einzel, eben diese 12,5 Kilometer der Massenstart. Da gilt es eben, den Energiehaushalt gleichmäßig zu halten. Und eben gerade auch in der Höhe ist was Trinken während des Wettkampfes eben ganz wichtig, damit die Schleimhäute nicht austrocknen. Thierry Eckhoff in der zweiten Verfolgergruppe hat ja einen Fehler geschossen, das heißt 150 Extrameter schon in den Beinen. Und jetzt haben wir hier nochmal die Führungsgruppe, die immer noch recht groß ist. Ich bin mir sicher, nach dem zweiten Schießen wird das an dieser Stelle hier auch nochmal ganz anders aussehen. Erfreulich heute, Dorothea Wierer scheint einen prächtigen Eindruck zu machen. Sie ist ja im Schießen wieder gut dabei, auch läuferisch ist die Tendenz steigend. Und heute natürlich auf ihrer Heimstrecke will sie ja auch mal beweisen, dass sie dazugehört zu den Besten. Und sie möchte, glaube ich, auch mal noch mal zur Siegerehrung. Mit Sicherheit, das wollen sie ja grundsätzlich alle. Und hier die Tafeln zeigen eben die Trefferbilder der Athletinnen an, damit sie wissen, okay, ich muss gegebenenfalls etwas justieren oder kann meine Einstellung so lassen. Sehr hilfreich in dem Moment, in dem eben zweimal liegend geschossen werden muss. Und Marion wird da überholt, was auch zu erwarten war. Wie gesagt, das Laufen ist noch ausbaufähig. Janina Hettich da hinten, also die kämpft jetzt. Aber sie hat ja noch 15 Scheiben zu treffen. Dann sehen wir nochmal Marion Deigentesch, wie Thierry Eckhoff da locker lässig vorbeizieht. Aber wir dürfen noch nicht vergessen, Thierry Eckhoff gehört auch mit zu den stärksten Läuferinnen im Feld. Die setzt immer mit die Bestzeiten. Hier nochmal runter. Dorothea Wierer führt diesen Lindwurm an. Alles schön angereiht wie an einer Perlenschnur. Schöne Bilder, die wir hier sehen aus Antholz. Und diese Strecke ja nicht ohne, denn man darf sich nie ausruhen und muss immer arbeiten. Jetzt hier auch in der Abfahrt umtreten, den Schwung mitnehmen. Denise Herrmann auch mit vorne dabei. Jetzt wieder Marthe Olsbü-Reuseland vorne. Ja, das Tempo vorne ist nicht sehr hoch. Dorothea Wierer hat hier schon entsprechend auch gebremst. Man sieht, da sind viele zusammen und da wird nicht viel. Oder da wird sehr viel Zeit von hinten gut gemacht. Eckhoff zum Beispiel haben wir ja gerade gesehen. Also das Tempo bisher nicht allzu hoch. Die werden es ihrer aber auch danken, der Magdalena, der Dorothea Wierer. Der Dorothea Wierer. Es ist anstrengend genug und spätestens nach dem ersten Stehenschießen ist sowieso wieder alles ganz anders. Und wird immer anstrengender mit jedem Meter. Schöne Idee hier in Antholz, die Zuschauer als Pappfiguren haben die Kinder aus der Schule gemalt, wurden hier aufgestellt. Es gibt ja auch auf Instagram kann man Videos schicken hier für Antholz. Die Fans sind mit dabei und wir kommen jetzt zum zweiten Schießen. Ebenfalls liegender Anschlag. Jetzt wird aufgefüllt, das heißt die Führende geht auf die 1. Die nächste auf die 2, da hat jetzt die Startnummer keine Rolle mehr zu spielen. Jetzt also auf der 1 Justine Breisas-Boucher.
die nach dem Einzelrennen total verzweifelt war, weil sie nämlich 4 Fehler geschossen hatte beim letzten Schießen. So, die 7. Scheiben von unten gehören Denise Herrmann. Weiter oben die 4. von oben, Franziska Preuß. Und die 2. von oben, Vanessa Hinz. Vanessa Hinz, 5 Treffer. Franziska Preuß ebenfalls 5 Treffer. Und Denise Herrmann muss einmal in die Strafrunde. Und Dorothea Viera gleich 2-mal. Und Justine Bresas-Boucher ebenfalls 2-mal. Also, wir haben es schon mehrmals angesprochen, das Feld sortiert sich wieder neu. Während wir hier Marion Deigentesch sehen. 4 Treffer schon. Und auch der 5. Jawohl, sehr gut. Hanna Öberg nun in Führung. Lisa Theresa Hauser auf 3. Franziska Preuß auf 5. Und Vanessa Hinz erfreulich vorne mit dabei auf Position 6. Janina Hettich mit 5 Treffern. Und Herbert, du hast Marion Deigentesch beobachtet. Sauber, 5 Treffer. Wunderbar hat sie das erledigt. Geht hier raus. Ist wieder dabei. Ja, auf Position 15, das ist doch ein kleiner Zwischenerfolg. Schwierig wird es allerdings halt jetzt. 2-mal stehend, aber das wird für alle schwierig. Ja, Nina Hettich auf 21, 43,9 Sekunden ihr Rückstand. Und hier sehen wir das Trefferbild von Vanessa Hitz. Der Schießrhythmus war, ja, ordentlich. Wichtig ist eben, dass sie hier die Treffer setzt. Und das macht sie ganz hervorragend. 27,9 Sekunden hat Vanessa Hinz benötigt. Da sehen wir die Französin, die auf der Bahn 1 lag, Justine Bresas-Boucher. Sie hat 34,1 Sekunden benötigt, also ein paar Sekunden eben verloren. Und da verschiebt sich eben das Feld auch durch die Geschwindigkeit des Schießens. Nicht nur die Treffer sind da in der Weltspitze entscheidend, auch die Geschwindigkeit des Schießens. Hat sie Glück gehabt beim letzten Schuss? Und wir kommen zur nächsten Zwischenzeit. Nach 5,7 Kilometern führt Lisa Theresa Hauser, die im Einzel ihren ersten Weltcupsieg feiern konnte. Und dahinter Hanna Öberg, Lynn Persson und hier, Herbert, deine Geheimfavoritin, die Russin Mironova. Preuß auf Rang 5, Vanessa Hinz direkt dahinter auf Position 6. Denise Herrmann startet die Aufholjagd. Ist in guter Gesellschaft mit Marta Olsby-Reuseland. Ein gutes Zugpferd. Herrmann jetzt auf Position 13. Hier haben wir Christian Mehringer, der das Ganze von außen, vom Schießstand aus, beobachtet. Denise Herrmann hat 7 Sekunden nach dem Schießen auf die Spitze schon gut gemacht. Also die gibt richtig Gas. Marion Deigentesch ist etwas zurückgefallen. Marion verliert 7 Sekunden auf die Spitze. Janina Hettich in einem Block mit Dorothea Viera. Da kann sie sich jetzt vielleicht dranhängen und dann sich noch mal ein bisschen weiter nach vorne kämpfen. Ja, die Lisa Theresa Hauser, die Österreicherin, ist ja gerade in so einem Flow drin. Es läuft einfach bei ihr in Oberhof. 3 Podestplätze, 3-mal der 3. Platz. Beim Einzel am Donnerstag der 1. Weltcupsieg. Heute kommt vielleicht der 2., wer weiß es. Möglich ist es, sie ist einfach in einer sehr guten Form, sie schießt gut, also es spricht nichts dagegen, warum sie nicht auch heute wieder zumindest aufs Podest sollte. Franziska Preuß kommt da außen vorbei, versucht ein paar Plätze gut zu machen. Vanessa hat durch ihre Größe, schaut es immer so aus, vielleicht doch etwas mehr Mühe da vorne jetzt mitzulaufen. Franziska Preuß offensiv, will sich zeigen. Ja, definitiv. Ah, sie wählt da auch die Außenspur, damit es auch dann nicht zu einem Sturz kommt. Sie hält sich da aus allem raus. Aber nochmal zu Lisa Theresa Hauser, Herbert. Im Moment in einer richtig guten Form. In 4 Wochen ist
Der Massenstart bei der WM in Pokljuka. Dieses Rennen hier ja auch sowas wie die Generalprobe für die WM. So eine Form so lange aufrechtzuerhalten, so eine gute Form, ist ja nicht ganz einfach, fast unmöglich. Ja, eine Leistung ist immer in einer Wellenform. Also man hat die Höchstform nicht den ganzen Winter über. Wichtig ist es eben da, dass man ein hohes Grundniveau hat und dass die Welle eben etwas höher ist als bei durchschnittlichen Leistungen. Und das, glaube ich, bei Lisa Theresa Hauser ist der Fall. Ob sie in 4 Wochen diese Form von heute hat, muss man dann sehen. Da sind die Trainer gefragt, Trainingssteuerung und ganz wichtig. Und, Janina Hettich zieht vorbei an Marion Deigentesch. Ja. Und wir sind wieder vorne an der Spitze. Jetzt in Führung Hanna Öberg vor Lynn Persson müsste das sein. Und dann eben Lisa Theresa Hauser. Und im Hintergrund sehen wir schon so ein bisschen Nebel, Herbert. Müssen wir uns leichte Sorgen machen? Ich mache mir jetzt mal keine Sorgen, denn grundsätzlich ist die Sicht für alle gleich. Und ich glaube nicht, dass das so massiv wird, dass das Rennen abgebrochen werden muss. Wobei in den Bergen kannst du das Wetter auf 5 Minuten in solchen Phasen nicht vorhersagen. Also, aber ich bin erstmal optimistisch. Das ist erstmal gut, dass du optimistisch bist. Und hier haben wir Justine. Einen Faststurz von Dunja Stautsch, der Österreicherin. Ja, irgendwie, Lisa Theresa Hauser ist in Oberhof schon gestürzt. Die Österreicher haben es nicht ganz so mit dem Abfahren. Ja, also das ist ja eben sehr bemerkenswert. Die Österreicherinnen oder die Österreicher, die sind natürlich alle gut alpin Skifahren können, haben auch sicher eine entsprechende Grundausbildung. Das ist eher der mangelnden Konzentration und der Müdigkeit jetzt nach den 7,2 Kilometern da schon geschuldet. So, Hanna Öberg an der Spitze vor diesem dritten Schießen. Sie hat ja vor einem Jahr bei den Weltmeisterschaften sich die Bronzemedaille gesichert in diesem Massenstartrennen. Das war ihre einzige Medaille bei der Medaille bei der WM und die war so wichtig für sie, die war so wichtig für die Motivation, denn sie war vorher immer Vierte und hat gesagt, jetzt möchte ich endlich mal diese eine Medaille und sie darf jetzt auf die erste Bahn und wird die anderen versuchen, unter Druck zu setzen, vielleicht sogar mit dem ersten Treffer. Das dritte Schießen. 2 Schwedinnen vorne, dann eine Österreicherin und auch Franziska Preuß mit dabei. Die 4. Scheiben von unten sind von Franziska Preuß, 2 Scheiben darüber Vanessa Hinz. Hanna Öberg mit Fehler, Lynn Persson ebenfalls und Hauser muss einmal in die Runde, aber Preuß bleibt fehlerfrei. Jawohl, sehr gut. Und Vanessa Hinz ebenfalls fehlerfrei. Die beiden können jetzt gemeinsame Sache machen, zurück auf die Runde gehen. Tiril Eckhoff muss 2-mal in die Strafrunde und Denise Herrmann auch schon 2-mal, schon ein 3. Mal. Das werden wir uns nachher mal anschauen. 4 Fehler für Denise Herrmann. Schade, schade, schade. Aber erfreulich. Franziska Preuß auf Position 2, auf Position 4. Vanessa Hinz. Und was macht Marion Deigentesch? Und Janina Hettich. Janina Hettich. Schon jawohl. 4 Treffer. Oh, der 5. geht daneben. Auch sie muss einmal in die Strafrunde. Marion Deigentesch begleitet sie jetzt in die Strafrunde. Aber es bleibt bei diesem einen Fehler. Immer noch sehr gut, was die 26-Jährige uns hier und heute zeigt. So, in Führung die Geheimfavoritin, sage ich einfach mal, von Herbert Mironova. Danach auf 8 Julia Tschümer und Lisa Theresa Hauser zurückgefallen auf Position 9. Ja, Franziska Preuß eben 2., Vanessa Hinz 4. Das ist mal die erfreuliche Botschaft. Das ist sehr aussichtsreich. Trotzdem, die ersten 4 sind nur 4,2 Sekunden zusammen. Also das ist schon hervorragend von den beiden. Janina Hettich raus aus der Strafrunde, zurück auf die Strecke. Als 21. reiht sie sich hier ein. 1 Minute und 8 Sekunden ihr Rückstand. Und hier sehen wir Vanessa Hinz und ihr Trefferbild. Ja, Glück da hier beim 2. Ein Randtreffer rechts hoch. Aber es ist egal. Du musst diese 11,5 cm treffen, das reicht aus, das muss nicht genau in der Mitte sein. Während hier Denise Herrmann natürlich ihre Runden dreht und ja, aussichtslos zurückfällt. Die kreiselt und kreiselt, kommt gleich noch hier so ein...
Das hat sie sich sicherlich anders vorgestellt. Sie hat ja gesagt, sie liegt mit dem Schießen ein wenig im Clinch. Aber sie dachte, in Antholz geht die Tendenz, auch was das Schießen betrifft, weiter nach oben. Aber das sieht jetzt heute nicht so aus. Dafür aber sind die anderen Deutschen weiter vorne. Sie springen für Denise Herrmann in die Bresche, nämlich Franziska Preuß und auch Vanessa Hinz. Jetzt Denise Herrmann, einen Rückstand von 2 Minuten und 4 Sekunden. 27. bei diesem Massenstart. Und hier vorne geht noch nicht so ganz die Post ab, aber das Tempo gut, moderat würde ich sagen, noch nicht wesentlich schnell. Ja, Reuseland versucht Anschluss zu finden. Der Rückstand nach dem Schießen war 15,5, jetzt 13,2. Unwesentlich. Da kommt Davidova, Hauser, Schümer und Öberg. Hanna Öberg, ein Quartett, verfolgt die Führenden. Dann Julia Simon, Frau in Rot. Und Tiril Eckhoff in ihrem unnachahmlichen Stil wieder mal auf der Aufholjagd. Können wir ja schön hören. Atme im Wald. Es ist anstrengend, dieser Massenstart. Er verlangt viel ab von den Athletinnen auf dieser Höhe von 1600 Metern. Wie gesagt, das zweitlängste Rennen im Weltcup geschehen. Und nicht nur Denise Herrmann erwischt es relativ hart am Schießstand. Zinara Alimbekova hat insgesamt schon 7 Strafrunden hier. Jetzt läuft sie raus. Das ist schon extrem. Eine Weltklasse-Athletin mit 7 Fehlern. Aber mei, das ist eben das Biathlon. Das ist nicht immer jeden Tag gleich. Das wiederholst du ja. Ja, es ist fast schon gebetsmühlenartig. So. Das kannst du seit 40 Jahren wiederholen. Das ist leider, oder das ist Gott sei Dank so. Es ist Gott sei Dank keine Formel 1, wo ich vorher schon weiß, wer gewinnen wird. Das ist jeden Tag neu und Menschen immer sind eben keine Maschinen. So ist das. Das ist das Schöne daran. In Führung immer noch Svetlana Mironova und dahinter Franziska Preuß und Vanessa Hinz. Mittlerweile auf Position 4 Marte Olsbø-Reuseland. Dass Mironova vorne ist, da kommt natürlich Preuß und vor allen Dingen Vanessa Hinz entgegen. Denn das Tempo ist nicht ganz so hoch. Und Vanessa kann da schön mitlaufen und zeigt aber auch ihre ansteigende Form. Ich bin immer noch der Meinung, Vanessa Hinz ist in einer ansteigenden Laufform, was natürlich für später die großen Aufgaben dann, die WM, sehr optimistisch stimmt. So, hier sehen wir Julia Simon, die da ein bisschen hat abreißen lassen oder versucht eigentlich jetzt die Lücke zu schließen. Und da sehen wir das Quartett, das führungsliegende Quartett, das jetzt in die Abfahrt reingeht. Mironova war vorne. Sind wir jetzt ein bisschen irritiert. Die konnte da, gab sicher irgendeine Hacklerei, weil sonst wäre Mironova ja nicht so weit vorn. Was war da los? Oder war es gar nicht Mironova? Doch. Nein, da hinten sind 4. Das ist eine zu überrundende. Nein, das ist Mironova. Svetlana Mironova in Führung. Und dann folgt ein Quartett mit Franziska Preuß, Vanessa Hinz und mit der 26, das ist Evgenia Pavlova. Ebenfalls eine Russin, also eine Mannschaftskollegin von Svetlana Mironova. Und eben Marte Olsbø-Reuseland. Ja, da ist einfach Pavlova schnell gelaufen, beziehungsweise Mironova hat da angegriffen. Und wir haben gedacht, aufgrund des Nationaldresses, das wäre Mironova. Also haben wir nicht ganz aufgepasst, was da war. Mironova zieht an. Und Lisa Theresa Hauser geht innen vorbei. Oh, ein Sturz. Julia Schümer aufs Gewehr. Oh, nur sich abgesetzt. Hoffentlich nicht verletzt. Das war nur ein Absitzer. Der kostet Zeit. Und ein kleiner Schrecken in den Gliedern. Ja, Adrenalin schießt hoch. Ist oftmals
fürs Laufen sehr gut, fürs Schießen weniger, eher hinderlich. Aber jetzt schauen wir auf das letzte Schießen. Mironova doch jetzt deutlich in Führung. Die hat das Tempo hier enorm angezogen. Aber jetzt bin ich gespannt, ob deine Vermutung sich bestätigt heute. Lassen wir mal etwas Gelassenheit walten, denn das vierte Schießen ist das Schwierigste. Franziska Preuß auf Bahn 3, Vanessa Hinz Bahn 5. Ja, schau. Zweimal muss Mironova in die Strafrunde. Die Chance für die Verfolgerinnen. Inja Pavlova und Franziska Preuß. Vanessa Hinz mit zwei Fehlern bereits. Aber Franziska Preuß ebenfalls mit einem Fehler. Ja, Franziska Preuß scheint die besten Karten zu haben, wenn jetzt da hinten nicht viel passiert. Reuseland muss zweimal in die Strafrunde. Pavlova ebenfalls. Vanessa Hinz viermal. Strafrunden. Marketta Davidova und Lisa-Theresa Hauser. Null Fehler. Hanna Öberg ebenfalls null Fehler. Die Chance jetzt für die beiden, sich an die Spitze zu setzen. Und Marketta Davidova, die schnelle Läuferin, gleich hinterher. Auch Julia Simon. So, jetzt ist Hanna Öberg vorne. Hanna Öberg in Führung. Direkt dahinter Lisa-Theresa Hauser. Das wird eine spannende Schlussrunde. Und dann Marketta Davidova und Julia Simon. Aber auch Franziska Preuß. 10,2 Sekunden dahinter. Fünfter Platz. Diese Schlussrunde, die werden Sie hinterher merken in den Beinen. Die werden richtig schön brennen. Aber das ist jetzt das, was jetzt so richtig spannend das Ganze macht. Und Janina Hettich bei ihrem letzten Schießen. Der letzte ging daneben. Schade für Janina Hettich. Also noch einmal 150 Extrameter. Und hier haben wir die Russin mit den zwei Fehlern. Mironova, Svetlana Mironova und Marion Deigentesch am Schießstand. Jawohl. Super gemacht. Fünf Treffer. Marion Deigentesch. Mit einem guten Ergebnis heute. Jetzt heißt es auf der Schlussrunde nicht zu viele Sekunden verlieren. Denn Herbert, du hast es schon mehrmals gesagt, auf dieser Schlussrunde kann man viele Sekunden verlieren. Hier heißt es jetzt noch mal richtig beißen. Dorothea Wira zurück auf der Runde auf Position 18, 1,19 ihr Rückstand. Und Denise Herrmann mit einem versöhnlichen letzten Schießen? Fragezeichen. Nochmal ein Fehler, aber wir sind jetzt zurück an der Spitze. Da sehen wir Lisa-Theresa Hauser ist vorne, dahinter Hanna Öberg und Julia Simon. Das ist jetzt also der Dreikampf um die Podestplätze, aber dahinter noch Marketta Davidova und auch Franziska Preuß. Also dieses Ding ist noch nicht entschieden. Jetzt sehen wir hier Julia Simon, sie gibt alles. Jetzt setzt sich Julia Simon an die Spitze. Lisa-Theresa Hauser, so sieht es aus, kann ihr im Moment nicht folgen, aber... Davidova kommt ran. Davidova zieht Franziska Preuß vielleicht jetzt vor der Huberalm noch ran an das Feld. Und dann wird es natürlich ein heißer Kampf da hoch. Es sind ja noch ein paar Kilometer zu laufen. Also Mironova jetzt an Position 6. Sie hat ja lange geführt. Jetzt 16,3 Sekunden ihr Rückstand. Herrlich. Wie die Trainer die Athletinnen anfeuern. Wir haben jetzt die russischen Trainer gehört, wie sie ihre Athletin anfeuern. Und Julia Simon. Hinten zieht Davidova einen Zwischenspurt an, versucht aber dran zu laufen. Franziska Preuß, schau ihn. Ja. Sehr schön. Franziska Preuß jetzt auf 4. Also ein Quintett versucht hier die drei Podestplätze unter sich auszumachen. Franziska Preuß ist vorhin die Huberalm recht gut hochgekommen. Vielleicht ist es ja so ein kleines Zeichen gewesen. Die Ski laufen bei allen in etwa gleich. Also ja, Franziska ist jetzt rangefahren an Hanna Öberg. Ja, das schaut gut aus. Material recht gut bei Franziska. Oh, jetzt machen sie sich da breit natürlich. Das wäre jetzt hier eine gute... Ein guter Punkt zu attackieren, nochmal loszuspringen. Aber irgendwie... Geht's nicht, nee. Keine traut sich und Julia Simon geht wieder an die Spitze.
geht dann innen als Erste über diese Kuppe und in die Kurve rein. Vielleicht hat Franziska Preuß gesagt, ich habe gelernt aus Oberhof, den Angriff zu früh gesetzt damals. Simon ist aber wirklich jetzt da drüber, über diese Kuppe recht gut unterwegs. Franziska reißt ein wenig ab, aber sie hat einen guten Ski. Marketa Davidova, so scheint es, kann nicht ganz dieses hohe Tempo mitgehen. Aber Franziska Preuß sieht noch ganz gut aus. So, jetzt schauen wir wieder, verringert sich der Abstand. Ja, ein paar Meter. Aber es sind eben 8 Meter ungefähr gewesen. Ja, spannend. Da schauen wir mal, was der Ski jetzt hergibt. Du hast es erwähnt, beim Biathlon liegen Fehler und Treffer so eng beieinander. Julia Simon war im Einzel, hatte sie 7 Fehler geschossen. Sie sprach von einer Katastrophe, ist 62. geworden und heute im Massenstart ist sie mit vorne dabei. Und Hanna Öberg hat jetzt hier die Innenkurve gewählt, hat Lisa-Theresa Hauser etwas, na, nicht ausgebremst, aber doch innen überholt. Und kommt Franziska da nochmal hin, in der Abfahrt. Da müsste sie rankommen, damit sie noch eine Chance hat im Spurt. Aber was sind das für Weltcup-Wochen von Lisa-Theresa Hauser, die auf einer Welle schwebt gerade, die auf einer Welle surft. Oberhof 3-mal auf dem Podest, 1. Weltcup-Sieg vor 2 Tagen. Und jetzt schon wieder winkt das Podest, wenn Franziska Preuß, wenn Franziska Preuß da nicht mehr rankommen sollte. Kommt nicht mehr ran. Franziska hat jetzt im Augenblick aufgegeben, so wie es ausschaut. Diese Lücke wird sie aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr schließen können. Also vorne Julia Simon, dann Hanna Öberg. Das ist noch nicht entschieden, das Ding. Hanna Öberg kämpft. Ja. Und da haben die Trainer gesagt, wenn es zum Spurt kommt, musst du rechts bleiben. Das sagen natürlich alle Trainer. Also es ist jetzt ein Zweikampf um Platz 1 zwischen Julia Simon aus Frankreich und Hanna Öberg. Und Hanna Öberg beißt aber. Sie kämpft. Und die Lisa-Theresa Hauser... Die lässt doch nicht locker. Hauser lässt doch nicht locker. Wenn 2 sie streiten, naja. Doch, jetzt hat sie sich schon umgedreht. Sie hat jetzt aufgesteckt. Aber jetzt schafft es Hanna Öberg aus dem Windschatten heraus. Kräftige Stockschüge. Oder geht dieser Sieg an Julia Simon knapp? Julia Simon an 1, auf 2 Hanna Öberg und wieder auf dem Podest Lisa-Theresa Hauser und auch Franziska Preuß. Sehr gutes Rennen, Platz 4 beim Massenstart von Antholz, wo sie doch so gerne läuft, hier in Südtirol. Die nächste, Marketa Davidova auf Rang 5. Wann kommen die nächsten Deutschen? Ja, die haben sich gar nicht so schlecht platziert. Da sind sie laufend zusammen mit der Startnummer 14, so um die Plätze 18, 19, 20 rum. Ein Trio. 19, Vanessa Hinz, Marion Deintesch und Janina Hettich. Ah, schau, die Marion zeigt Zähne. Jawohl, kämpft sie gegen Vanessa Hinz. Janina Hettich kann nicht folgen. Haben wir noch Lynn Persson, die Schwedin, mit vorne dabei bei den dreien. Und jetzt auch Anaïs Bescon im Ziel auf Rang 9. Das beste Ergebnis für sie in diesem Winter. Dahinter Julia Tschümer erneut. Ein gutes Ergebnis für die Frau aus der Ukraine. Und jetzt kommt dann auch die nächste Norwegerin. Knotten und Marion Deigentesch. Die gefällt mir sehr gut heute. Ja, super. Hohe Frequenz, aber auch Vanessa Hinz. Ist gut dabei. Schau sie dir an, die Marion, wie sie kämpft. Der erste Massenstart und gleich ein gutes Ergebnis. Aber jetzt kommt noch einmal Vanessa Hinz, nimmt den Schwung mit aus der Kurve, versucht zu attackieren. Und, wir sehen es nicht richtig, sie schafft es wahrscheinlich auch. 18. Hinz, 19. Deigentesch und Lynn Persson auf 20. Foto-Finish, aber im Regelfall ist diejenige, die da eingeblendet wird als Erste auch. Ja, das sieht man hier schon. Die Siegerin des Spurts, ja, eindeutig. Vanessa Hinz, sie hat die längeren Beine natürlich und die größeren Füße. Und das ist halt der Ausschlag.
Und da sehen wir Denise Herrmann abgeschlagen. Ja, Herbert, du hast gesagt, Denise Herrmann ist mit aufsteigender Form unterwegs. Sie wird uns bei der WM überraschen, so ist deine Prognose. Doch heute hat es wieder am Schießstand gelegen. Zu viele Fehler einfach. Ja, es war katastrophal. Also der stehende Anschlag war katastrophal. Gerade dieser eine mit vier Fehlern, das geht leider gar nicht. Auch Vanessa Hinz natürlich.